Und hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin immer noch euer Marek von Marek Games und Tech TV. Es geht heute um etwas mit Farben. Mehr dazu nach dem Intro. Genau, es soll um Farben gehen. Genauer gesagt um das hier: den Razer Chroma Addressable RGB Controller. Frisch bei mir eingetroffen, ist kompatibel mit allen adressierbaren LED-Lüftern, LED-Stripes, alles was RGB-fähig ist. Und das Ding gucken wir uns doch jetzt einfach mal an. Hier stehen die allgemeinen Informationen schon mal drauf. Das Produkt habe ich gerade vorgelesen. Es handelt sich um einen Addressable RGB Hub for Advanced Lighting Customization. Das heißt, wie ich es eben schon gesagt habe, man kann dort sämtliche Beleuchtungsdinge anschließen, von Lüftern zu LED-Stripes und so weiter, und diese Beleuchtung dann eben individuell gestalten. Da steht im Endeffekt nochmal fast genau das Gleiche drauf. Unten drunter die Seriennummer, Made in China, designed by Razer Chroma Addressable RGB Controller auf der anderen Seite. Und hier nochmal eine kurze, na, hältst du das wohl scharf? Ah ja, ich hoffe mal, man kann das einigermaßen lesen. Kann man das? Die Kamera fixiert sich so auf dieses wunderschöne Muster hier von meinem Hocker. Ah, jetzt, genau. Was ist im Inneren? Jetzt kann ich selber gar nicht lesen hier. Ah, das ist immer ein. Ah, jetzt, wunderschön. Razer Chroma Addressable RGB Controller, genau, das sollte dieses Ding in der Mitte sein. Einmal eine Stromverbindung. Und ein Klebestreifen bzw. zwei Klebestreifen. Wahnsinn, gucken wir uns später natürlich nochmal an. Und anscheinend auch eine Datenverbindung, weil wir müssen das Ganze ja letztendlich mit der Razer Chroma Synapse, glaube ich, heißt das ganze Ding. Ah, genau, hier unten steht es ja nochmal. Steuern können. Jo, what's needed? Ja, ich denke mal, irgendwelche speziellen Anforderungen an den PC wird es natürlich nicht haben. Aber wir brauchen natürlich einen freien USB-Anschluss auf unserem Mainboard. Und mindestens Windows 7, wer immer noch mit Windows 7 unterwegs ist, ja, ihr tut mir leid. So, dann packen wir das Ganze mal aus. Ich habe es nur aufgeschnitten, ich habe noch nicht reingeguckt. Tatsächlich. Oh, komm schon. Oh, pups da ein bisschen. So, jetzt müssen wir das Ganze wieder scharf stehen. Ja, ne. So. Was haben wir denn da Schönes? Ah, alles so schön eingepackt super gut verklebt. Warte mal, ich bin hier gar nicht richtig im Bild. Ach, die Verpackung ist zu schön, um sie zu schmeißen. Ich packe sie einfach beiseite. So, ich das ein bisschen aus dem Bild. So. Und die Beschreibung hat nicht zu viel versprochen. Wir haben auf jeden Fall dieses Klebeband, diese doppelseitigen Klebestreifen und zwei Stück davon. Ja, korrekt. Und das ist ja dieser RGB-Hub. Der wiegt ja mal. Erstmal den Schmutz beiseite machen. Der wiegt ja mal nichts. Überhaupt gar nichts. Sieht aber trotzdem ganz gut verarbeitet aus. Razer Chroma RGB. Außerdem steht ja Razer drauf. Das heißt, ja, genau. Das sind sie, unsere Anschlüsse. Genau, drei Pins für diese addressable LED-Geschichten. Und hier auch nochmal. Also insgesamt sechs Stück. Man kann pro Anschluss natürlich auch mehrere Lüfter verwalten. Ja, das Ganze dann über einen Y-Stecker-Verteiler. Überhaupt gar kein Problem. 80 LEDs pro Anschluss sind möglich. Das hatte ich jetzt schon soweit rausgelesen. Hier hinten steht jetzt nichts weiter Interessantes drauf. Wenn die Kamera das denn doch bloß mal scharf stellen würde jetzt. Genau, 12 Volt. Ja, alles gut, alles gut. Ja, die Seriennummer. Man kann es anscheinend auch anschrauben. Die Abstände scheinen so zu sein wie auf einer 2,5 Zoll Festplatte. Mal sehen, wie ich das später in meinem Gehäuse alles so mache. Ah, hier haben wir den Micro-USB-Anschluss und einmal den Stromanschluss. Naja, da bin ich aber gespannt. So, du wanderst erstmal ein bisschen nach oben, ein bisschen dort, so ein bisschen im Bild bleiben. Was haben wir denn jetzt hier noch drin? Ah, die Verbindung. So wie sich das gehört. Oh. Gummi. Und da ist es auch schon. Jawohl. Ah.
Ja gut, also schade, dass das jetzt kein SATA-Stromanschluss ist, sondern noch dieser 4-Pin-Molex-Anschluss. Ist aber nicht so schlimm, sollte jedes Netzteil ja noch haben. Also einmal Stromversorgung, kommt dann wohl dortens hinein, einmal ans Netzteil und die Datenverbindung, das Datenkabel, einmal dort hinein und andere Seite aufs Mainboard. Ja, so weit, so gut. Dann werde ich das Ganze mal einbauen und natürlich werde ich das Ganze ein bisschen mit euch zusammen erledigen. Naja, nicht mit euch zusammen, ich werde es einfach ein bisschen dokumentieren, entweder per Bild oder per Video. Na, mal gucken. Viel Spaß und bis gleich. Und da sind wir auch schon. So soll das Ganze dann letztendlich aussehen. Ich habe das Ganze voll belegt. Links 3 Lüfter, rechts 3 Lüfter bzw. 3 RGB-Anschlüsse. 3 Pin natürlich für adressierbare RGB-Anschlüsse. Das da im Gehäuse ist nur eine Lüfterregulierung für die Lüfterdrehzahl. Es geht um die Alpenföhn Wing Boost 3 in diesem Fall. Vorne in der Front habe ich 3 Stück drin, in der Rückseite nochmal einen. Oben 2 Stück und auf dem Radiator für die CPU-Kühlung auch nochmal 2 Stück. Und links an der Seite seht ihr schon diese Y-Kabel, weil ich ja RGB-technisch was verteilen musste. Oben links habe ich das Ganze jetzt untergebracht. Sieht ein bisschen wild aus, aber naja. Und hier seht ihr im Prinzip auch schon die Software des Razer Gaming Studio bzw. die Razer Gaming Software. Ja, einfach mal so überfliegen. Ich lese das jetzt am besten nicht alles vor. Wir gehen einmal auf Weiter. Hier wird im Prinzip einfach nur nochmal erklärt, was man da alles machen kann. Die Bestandteile auswählen, das untere Razer Connect, das wählen wir jetzt einfach mal nicht aus. Das ist nochmal zum Verbinden verschiedenster Elemente. Man kann ja Philips Hue-Anlagen und was weiß ich nicht alles noch damit verknüpfen. Das wollen wir jetzt nicht. Wir überspringen das Ganze einfach mal. So. Und dann dauert es einen kleinen Moment, aber ich glaube, ich schneide das jetzt an der Stelle mal. Und da ist es fertig. Herzlichen Glückwunsch. Razer Synapse starten natürlich. Ja, und da ist es auch schon. Wer schon ein Razer-Konto, ein Razer-Account hat, kann natürlich sofort auf Anmelden klicken. In dem Fall ist das bei mir so. So, das gebe ich schnell ein, blende ich aus. So, fertig. Ja, was gibt's Neues? Weiter, weiter, weiter. Wir klicken einfach mal alles durch. Eine kurze Erklärung zu allem. Ja, Zubehör. Etliches Zubehör. Einfach mal auf der Razer-Seite gucken, was es da alles so gibt. Das ist Wahnsinn. Also das RGB-Herz sollte da definitiv höher springen. Ja, immer alles im Griff. Wir gehen einmal wieder auf Weiter. Und erste Schritte. Das klingt doch schon mal ganz gut. Hatten wir zwar schon mal erste Schritte. Jawohl, über die USB-Verbindung sollte das Ganze dann auch schon erkannt werden. Die Razer-Software startet ja beim Erkennen des Hubs auch automatisch. Der Hub erkennt dann auch automatisch, was für Lüfter angeschlossen sind. Und in dem Falle hat er volle Belegung erkannt. Auch die LED-Anzahl wird natürlich erkannt. Ich stelle das Ganze hier bloß nochmal um auf Lüfter, denn es sind ja keine LED-Streifen in dem Sinne. Falls die LED-Anzahl mal nicht übereinstimmt mit dem von euren Lüftern oder RGB-Stripes, entweder ihr könnt das manuell unter LEDs nochmal nachjustieren oder ihr lasst es einfach so. Ja, es werden dadurch keine LEDs übersprungen in dem Sinne, das nicht. So, und dann haben wir hier im Prinzip schon vorinstallierte Effekte. Bestimmte Schnelleffekte, ich klickere die einfach mal so durch, vielleicht blende ich jetzt auch nochmal was ein. Damit man das sieht, was für einen Einfluss das Ganze letztendlich auf die Lüfter hat. Ihr müsst natürlich für euch erstmal rauskriegen, welcher Lüfter wie rum gedreht ist, welcher Lüfter sich wo befindet. Das sollte man im Vorfeld schon mal ausmachen. Ja, das ist dieses Sternenfunkeln. Ich klicke einfach mal so ein paar Effekte durch. Vielleicht nochmal so nebeneinander gelegt, das Bild. Mal gucken, wie wir es am besten machen.
So, das waren so ein paar vorgefertigte Effekte vom Sternenfunkeln bis hin zum leichten Farbwechsel. Die Farben sehen auf jeden Fall schon mal sehr gut aus von den Lüftern und die Steuerung funktioniert auch sehr zuverlässig. Hier kann ich die Lüfter-LEDs einzeln ansteuern. Für jeden einzelnen Lüfter. Wie gesagt, die LED-Anzahl muss nicht zwingend mit der LED-Anzahl der Lüfter übereinstimmen. Bei mir ist es so, dass die Anzahl der Lüfter-LEDs nicht auswählbar ist in der Razer Synapse Software. Ich habe jetzt einfach ein paar mehr LED angegeben. Funktioniert aber tadellos. So. Ich klicke mich hier mal so ein bisschen durch und dann sehen wir uns gleich nochmal, beziehungsweise hören uns. So, ja. Und so kann das dann im Endeffekt aussehen. Ich habe jetzt bloß mich da ein bisschen durchgeklickt. Natürlich muss man erstmal gucken mit der Drehung. Das ist jetzt alles noch nicht so ganz ideal. Ja, hier mal in leichtem Farbwechsel. Mal gucken. Ich muss mich da selber erstmal ein bisschen reinfriemeln, weil der eine Lüfter ist um 90 Grad verdreht, der andere wieder 180 Grad zurück und bla bla bla. Ja, aber so langsam rantastend wird schon ein Schuh draus. Mal gucken, ob ich das jetzt in der Rot-Blau-Kombi belasse oder ob ich das nochmal umstelle. Eigentlich schwebt mir ja so ein Orange-Rot-Ton vor. Zum Beispiel so. So sieht es jetzt bei mir final aus. Mit dem kleinen Master Chief natürlich wieder drin. Jo. Und das soll es eigentlich schon gewesen sein. Mehr gibt es da gar nicht zu erklären. Ausprobieren, ausprobieren ist die Devise. Ist eine sehr umfangreiche Software auf jeden Fall. Man kann natürlich auch Regenbogeneffekte einstellen, Durchlaufeffekte, wo ihr natürlich noch mehr koordinieren müsst, wo welcher Lüfter ist. Der Controller hat natürlich auch Beschriftungen von 1 bis 6. Einfach ausprobieren. Funktioniert super gut. Ja, das war's schon. Lasst ein Like da, abonniert, kommentiert. Bis dann. Tschüss.